Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, zurück zu einer neuen Folge. Weg zum Erfolg, Teil Nummer 15. Ja, und das heißt für euch Mädels wieder, packt die Hupen auf den Tisch, denn es wird wieder verdammt sexy. Und wir springen auch direkt rein hier ins erste Spielchen. Er spielt mit einem, ja, Premier League Mix, was auch immer das genau war. Da ist auf jeden Fall Carrison mit dem Chop und... Oh, der Torwart hält ihn Weltklasse. Aber die kommende Ecke, Fagner, auf Douglas! Jawohl! Und was war das denn für ein Kopfball? Also das sah schon etwas komisch aus, aber irgendwie auch geil, muss ich ehrlich sagen. Gucken wir uns die Ecke nochmal an hier. Schöne Flanke auf jeden Fall. Und da springt er ganz komisch rein, ja. 1-0 auf jeden Fall, hat geschmeckt. Und dann dieser wunderschöne Pass hier auf Carrison. Und der hat dann keine Probleme mehr. Oh, doch, hat er! Nein, doch nicht. Scheiß die Wand an, ey. Ich wollte schon sagen, also wenn der nicht reingegangen wäre, dann... naja, egal. Da ist wieder Carrison. Tor! 3-0. 31. Minute. Und der Gegner hatte nicht viel dagegen zu setzen. Kanu! Der Abwehrspieler lässt auch mal einhören. Und das von ein bisschen weiter weg. Da wird er eigentlich gefault hier oben. Der Nino. Und da ist Leonardo! 4-0, 41. Minute. Ja, Carrison wieder durch, will vorbeigehen und wird gefoult. Ja, ihr habt es gesehen, er wird gefoult. Und das ist eine Sache für Eninho. Also ich habe noch keinen wirklich guten Freistoßschützen. Aber der macht den einfach unten in die Ecke rein. Mit Wumms. 6-0. Oh, und da macht der Douglas seinen nächsten Kopfballtreffer. Also der Gegner, es tut mir auch wirklich leid für ihn. Ich habe auch nicht wirklich verstanden, warum er nicht einfach rausgegangen ist. Ja doch, ich habe schon verstanden. Vielleicht war ja so ein Typ, der sich gedacht hat, ach komm. Ja gut, und dann fängt er sowas an hier. Spielt den Ball nach hinten, fummelt da ein bisschen rum. Jo, und Eninho bedankt sich. Mit dem nächsten Türchen. Und dann dachte ich mir, gut, wenn schon, denn schon. Zack, zack, drin. Nochmal ausgespielt, Lucio. Und der hatte übrigens auch ein super Spiel gemacht hier. Zieht einfach mal ab! Pfosten! Alter Finne. Ja gut, aber die Situation war noch nicht geklärt. Da ist Paulinho! Tor! Auch ein ziemlich schniekes Tor. Von ganz schön weit weg. Unten in die Ecke. Der sah der Keeper jetzt auch nicht unbedingt gut aus. Das war auf jeden Fall das 10-0. Und danach ist auch nicht mehr viel passiert. 10-0 gewinne ich das erste Spielchen hier in dieser Folge. Hat geschmeckt. Gibt über 1000 Coins. Und wir schauen mal kurz rein. Ihr seht es. Schüsse aufs Tor. 29. Ja. Und der Gegner hat hier irgendwie 3. So kann es doch weiterlaufen. Gut, einmal zurück ins Menü, dann mussten wir ein bisschen umstellen. Ein paar Verträge waren abgelaufen und ich hatte mir überlegt, um die Fitness aufrechtzuerhalten, baue ich mein Team so um, dass ich beide Mannschaften miteinander kombiniere. Das heißt, auf die Ersatzbank meine kompletten Brasilianer packe und das Team dann auch nochmal umstelle. Also das gleiche Team nochmal habe und bloß andersrum, dass die Brasilianer vorne sind und die Zweitbundesligaspieler auf der Bank sitzen. Damit spart ihr euch eine Menge Fitnesskarten und sonstiges. Und so könnt ihr die Teams immer hin und her switchen, ohne großartig da Faxen zu machen. Noch ein kleiner Tipp an die Leute, die FIFA nicht so oft spielen. Ja, auf jeden Fall geht's weiter hier im nächsten Spiel. Er hat ein paar schnelle Spieler, ein paar goldene Spieler schon dabei gehabt. Und da ist Chongtese! Tor! Chongtese! Vernatzt den Gegenspieler da, indem er den Ball zurückzieht. Ja, Hoffa macht da 2-0. Sehr schön. Hoffa zum 3-0. Jimmy. Erwin Jimmy Hoffa. Und ja, dann die Ecke hier. Mavrei kommt nochmal ein Ball. Macht das 4-0. 45. Minute. Ne, 48. Minute, pardon, das war schon nach der Halbzeit und ja, ihr kennt das. Da hat der Gegner sich dann gedacht, ich habe keine Lust mehr. 4-0 reicht mir auf jeden Fall und wir hauen hier ab. Gibt trotzdem 775 Coins, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Also kann ich nicht meckern.
Die Coins kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen, um das Brasilra-Team weiter auszubauen. So, und dann spielen wir gegen so ein Teamchen hier. Ja. Sieht aus, als ob er sich ein Deutschland-Team zusammenbasteln will. Hat noch 4 Engländer mit drin. Bronze-Engländer vor allen Dingen. Oh, und die können nicht viel ausrichten gegen Mavrai, der einfach 4,38 Meter ist. Und das, sorry, ich weiß, Sweaty Goal, das mache ich am Anfang aber immer. Oder was heißt das? Das mache ich am Anfang immer. Zambrano! Schönes Kopfballtürchen. Wenn ich noch nicht genau weiß, wie der Gegner spielt, dann versuche ich erstmal auf sicher die Tore zu machen und nachher kommen sie dann vernünftig. Wie ihr seht, Chantese 5:0. Ungefährdet, sicher. 5 Hütten. Schmeckt. Ja, und wir schauen auch nochmal. Oh, Zambrano übrigens mit einer 10,0. Bester Mann. Auch wieder über 1000 Coins. 1087 Coins. Und das Spiel war sogar noch eindeutiger als das 10:0. Mit 32 Schüssen, 20 Schüssen aufs Tor. Aber ich wollte halt einfach nicht so viele Dinger reinmachen, weil ich dann auch wirklich da Faxen gemacht habe. Ja. So sah es dann hier aus. Und wir springen rein ins nächste Spiel. Und das hier könnte ganz spannend werden. Hat vorne ein paar goldene, schnelle Spieler. Walcott, Welbeck und Michael Owen. Gut. Der war mal richtig gut. Ist allerdings ein bisschen ins Alter gekommen. Und ja, warum zeige ich euch den Scheiß jetzt hier? Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken. Richtig. Das war einer dieser Spezialisten, die einfach den A-Knopf nicht finden. Und sowas geht einfach herbe auf den Senkel. Also ich weiß nicht, wie oft habt ihr das? Bei mir passiert das eigentlich schon ziemlich häufig, vor allen Dingen, wenn ich gerade nicht aufnehme. Dass die Leute sich wirklich alles komplett angucken. Aber da dachte ich mir, mache ich das Tor! Rosinei! In der 3. Minute, hier du Ficker. Das hast du davon, dass du dir die Scheiße alles angucken musst. 2:0! Du Glau. In der 25. Ja, so konnte es doch weitergehen. Nino mit dem Freistoß. Tor! Boah, alter Finne. Was war das denn? Wie weit war das weg? Ich habe es nicht genau gesehen. Waren es 38 Meter? 39 Meter? Boah, das sind ja Yards hier bei mir, ne? Yards. Und ein Yard ist ja ein bisschen weniger, 0,95 Zentimeter oder sowas. Ja, er kommt dann nochmal zurück mit Welbeck und Kopfball. Ich weiß nicht genau, wie er da rangekommen ist, weil Douglas eigentlich vor ihm stand und der ist echt ein Kopfball-Biest, wie wir ja gerade schon beim Tor gesehen haben. Naja, egal. Das ist Ininho. Schlampenpass, Schlampenpass. Oh yeah, Fotze. Nee, also ganz ehrlich, bei solchen Gegnern muss ich dann auch einfach Schlampenpässe machen. Vor allen Dingen, weil, ja, er dann solche fancy Tore macht. Aber Respekt auf jeden Fall. Und er kam dann wirklich nochmal dran. 4:3. Ja, aber dann kam es glücklicherweise zum Abpfiff. Und das Ding ging doch in meine Richtung. Jo, und ich würde sagen, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Schaltet wieder rein, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt Weg zum Erfolg. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Däumchen hochgebt, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut, haut da rein. Ciao mit V und Mädels, Hupen vom Tisch. Schön warm einpacken, dass die Dinger nicht abfrieren, denn das will ja keiner, ne? Haut rein! Leicht, aber das kann Ininho auch! Alter Finne, habt ihr das Teil gesehen?